Die Kirche von Passau steckt mitten in einem Erneuerungsprozess. Anstoß gegeben hat Bischof Stefan Oster. Jesus erneuert uns und die Welt. Diese Mission, diesen Auftrag will er im ganzen Bistum, in der Pastoral, den Pfarreien, den kirchlichen Verbänden und Gemeinschaften gelebt und praktiziert wissen. Wie die Kirche von Passau der Zukunft aussehen kann, daran will er Mitarbeiter und Gläubige aktiv beteiligen. Unter anderem mit sogenannten Beteiligungsforen. Wir wollen gläubiges Leben verlebendigt wissen oder erfahren. Und wir haben ja zum Beispiel auch ein Referat für neue Evangelisierung, wir haben diese Kommission für neue Evangelisierung. Und das sind zum Beispiel, von dort her gibt es Möglichkeiten, unterstützend in den Pfarreien zu sein und zu sagen, ja, versucht vielleicht einmal das, versucht einmal das. Also wichtig ist, dass niemand überfordert wird. Wichtig ist eher, dass die Menschen vom Herzen her gewonnen werden, dass sie gewissermaßen sich von innen her öffnen und sagen, ja, da gehen wir mit, da ist was zu entdecken. Und wissen Sie, neue Evangelisierung kann nicht einfach verordnet werden. Man muss die Sehnsucht wecken. Kirche findet vor Ort in den Pfarreien statt, überregionale Seelsorgeeinheiten und geistliche Zentralorte, Verwaltungszentren und dadurch weniger Verwaltungsaufwand vor Ort. All das gehört zu diesem Erneuerungsprozess. Ein Prozess, der langfristig angelegt ist und Raum zum Erproben gibt. In Passau ist dieses Konzept gut angekommen. Ja, ich fühle mich gut aufgehoben. Und ich finde es auch positiv von unserem Bischof, dass er jetzt da wirklich ein großes Forum beteiligt. Und wie wir heute die 5 Leitlinien durchsprechen haben können, ist nochmal für mich ein bisschen ein Knopf aufgesprungen. Einfach die Chance zu bekommen, das dann daheim weiterzugeben an die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Was ich aber heute an Erfahrung gewonnen habe, waren die Ansichten und Meinungen der anderen Personen, die alle hier sind. Es ist auch wichtig, dass alle möglichen Gruppen beteiligt werden. Es ist angefangen von hauptberuflichen Mitarbeitern in der Pastoral, aber in der Verwaltung, wir natürlich draußen. Wir schaffen was Neues und wir müssen uns jetzt überlegen, in welche Richtung wir gehen werden. Professor Helmut Roth aus Salzburg begleitet den Prozess mit seinem Beratungsteam. Er erlebt ihn sehr intensiv. Er erlebt die Beteiligten als sehr dialogfähig und engagiert, aber auch kritisch. Also Menschen, die es gewohnt sind, mitzudenken, mitzureden, mitzugestalten und auch Dinge im positiven Sinne einfordern. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und da schließe ich mich den Worten vom Herrn Bischof an. Es ist eine kompakte, überschaubare Diözese, ein überschaubares Bistum, das wirklich gemeinsam ihre Themen in die Hand nimmt. Geistlich, pastoral, strukturell wird erneuert. Die wichtigste Frage ist hier aber, wie gewissermaßen gewinnen wir die Inhalte zurück, wo wir spüren, dass sowas wie Verlust der Inhalte unseres Glaubens, Verlust der Mitte unseres Glaubens eine der Kernherausforderungen ist für morgen. Eine Herausforderung, die man in Passau gemeinsam meistern will. Und eine große Chance für jeden, die Kirche neu mitzugestalten.